Nachdem letztes Mal ja getrunken wurde, wird dieses Mal dann, also man kann ja auch mehr trinken, man kann woanders trinken, das hilft schon mal, um Abwechslung zu schaffen im Leben, sollst du dir auch überlegen, nicht immer nur vom Netto, weißt du, mit der Adelskrone, sondern, ach nee, das ist bei Penny, ne? Na gut, also nicht nur vom Penny mit der Adelskrone rumstehen, auch mal vom Rewe mit dem Sterni. So, schafft Abwechslung im Leben, auf jeden Fall. Nicht nur darum wird es heute gehen, sondern auch, wie immer, um das danach, was aber gar nicht so schlimm ist, und um das, was mit Boris Auto so passiert ist und weitergehen könnte und so weiter. Also viel Spaß und bleibt geil. Können wir jetzt bitte, ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass ich gerade eben die Flasche leer gemacht habe. Das finde ich sehr gut. Wie viel war denn doch, da drin? Da war, das ist eine 07er gewesen mal. Die habe ich jetzt nicht. Also nee, die war mal voll, ja? Nee, ja, nicht aber heute. Also das und war was stand da so auf dem Tacho von. Also auf dem Tacho? Das ist ein 12 Jahre alter Johnny Walker, also Black Label hier, mein Freund. Ja, also gut, was stand da so auf dem Tacho? Was noch drin war, meinst du jetzt? Nee, was da so an das Prozente. Frage ich. Was der. Ach so, was hat denn Johnny Walker Black Label? Keine Ahnung. 40. Doch, ja. Easy. Ne, da haben wir ja heute nicht mehr vor. So, und was, wie viel war da noch drin? Für den Liter oder was? Für 07 waren das, war mal, was war da noch drin? Vielleicht so 04? Oh. Ernst? Die sind nüchtern, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Run. Ich glaube auch, die sind nüchtern, ne? Easy. Die sind nüchtern, die Billys. Was ist die nüchtern? Nee, pass auf! Und die Erwin geht auf. Achso, ich dachte, er ist bei Sashi Spatz. Jetzt schon? Nee, er hat doch gerade noch gesagt, nicht. Als Cliffhanger die Tür geht auf. Jetzt müssen wir gucken, ne? Was so rauskommt. Ah ja, stimmt. Das hab ich schon wieder vergessen. Mann, Branson Task. Also. Katinka Amarov. Und nee, Branson Task steht in der Tür. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Entschuldigung. Ich habe okay, den Rücken zu ihm gewinnen. Auf den zweiten Blick seht ihr halt, dass so ein Typ sich nur ein bisschen was operieren lassen hat, um so ähnlich auszusehen, aber... Scheiße, Billy hängt ihm schon um den Hals und knutscht. Sehr geil. Hey, Jojo, pustet dir Bier aus. 5000 New Yen. Ey, du hast mich dazu gezwungen, Bier zu verschütten. Tut mir leid, ich geh ja schon wieder aufs Blatt. Nee, nicht du, der. Der Typ. Achso, der. Der ist schuld, der. Nicht du. Du bist nie schuld. So der ist schuld. Heuchler. Er geht wieder. Ja, Gott sei Dank. Schüssikowski. Übrigens steht in der Zeit, wo ihr das jetzt gemacht habt, der grimme Schnitter neben euch und bewirft euch mit Cradsticks. Oh, wie viel? Ich sammle die Cradsticks auf. Da sind immer so 25 Millionen drauf. Also sind cool. Insgesamt schon so 8. Cool. Geil. Steck die dazwischen Cradsticks halt immer noch. Hässeschwein. Guck mal, ist so blöde. Jojo gibt ihm einen Schmatzer auf die Wange. Du musst ihn aber ein bisschen festhalten, weil. Das ist nicht schlimm, sie will nur wissen, wie der reagiert. Ne? Und dann kotzt er. Ja, der realisiert das halt ein bisschen später, dann guckt er sich an. Da kotzt er! Ess ihr Schwein! Was ist denn hier los? Ich weiß auch nicht, was hier, also. Ich dachte, das sind normale Menschen. Du dachtest wohl, es wird leicht, ne? Ja, das habe ich wirklich nicht gedacht. Das hat hier. Hatte jemand gedacht, es würde leicht? Hey, nee, Schnitter, Alter. Das hat hier echt Kinder gedacht. Siehste, Kinder. Billy kommt vorbeigesprungen, hüpft wie so ein Häschen und sagt: Wir müssen aufhören, weniger zu trinken. Aufhören! Saufen, Kinder. Hier ein kleiner Einwurf. Moment, ganz kurz, ich muss euch alle muten jetzt. Hier ein kurzer Einwurf der White Russians. Wir verherrlichen keine Alkoholkonsumgenüsse. Saufen! Niemand würde das verherrlichen. Vor allem wir, die White Russians. Ja, die White Russians. Mit dem Saufen ja auch nicht so gut, aber wenn es denn sein muss. Wenn man denn. 40 hat er auf übrigens. Was Mut, dat Mut. Einer muss ja, ne? Ja. Ah, lecker. So, übrigens bei Transformers gestaltet das sich also so, dass die Guten gewinnen und sehr viele Dinge explodieren und dazwischen unheimlich lange Phasen des sinnlosen Gelabers sind. Von unheimlich schlechten Schauspielern. Da wird halt immer mehr getrunken. Und wenn Explosion wird, halt gegrölt. Ja, das ist gut. Das läuft.
Jojo trinkt erstmal noch an ihrem einen Bier. Die kann nicht so viel trinken. Ach, die ist eine Lusche, die Flumi. Also ich glaube nicht. Jojo, pass auf. In so einer Stimmung, ne? Du hast recht. Herrscht, da nimmt man ja mal ein bisschen schneller. Und wenn das erste Bier schmeckt, dann schmeckt das zweite noch viel besser. Du hast ja recht. Ne, siehst du, versuch es doch nicht. Ja doch, weil ich dachte, ich möchte sie am Ende des Abends noch spielen können und nicht in Spielleiterhand geben müssen. Nein, das machen wir heute ganz entspannt, aber du bist ja nicht bei deinem ersten Bier. Wo siehst du dich denn? Du hast ja recht. Na, siehst du. Traurig, traurig. Ja, heute wird noch irgendwas richtig schief gehen. Ah, es also kann gar nicht so doll schief gehen. Natürlich kann es schief gehen. Also wenn ich als mal so an mir runtergucke, dann steht er auch ein bisschen schief. Das ist, weil du den wieder festkleben musst. Achso. Siehst du, der hängt schon ganz locker. Jojo, wurscht da drauf. Ja, noch ein bisschen nach links. Jetzt wäre die MacGyver-Sounds gewesen. Die Antenne ausrichten hier. Es langt jetzt. Es ist zu leise. Leider, es ist zu leise. Ich habe es extra leise gemacht, weil es sonst so nervig war. Ah, sehr gut. Ja, aber ungefähr so wird das jetzt, also eigentlich nur kurz. Siehst du, es ist wirklich schief. Das hast du recht. Ja, sag ich doch, aber du kannst es ruhig mal so lassen. Denn so zwischendurch ist das bestimmt für dich viel gemütlicher. Es sieht irgendwie ungemütlich aus. Gemütlich ist bei mir nicht, ja? Na doch. Nee. Warum nicht? Ist nie. Aber es sieht doch so überhaupt keiner. Wir sind die Ritter, die nie sagen. Aber es sieht doch so überhaupt keiner. Nee. Warum quietschst du jetzt? Ich hab doch gar nicht angepackt. Es war Kaban. Kaban, hör auf, wir haben einen Schwanz rumzufummeln. Hä? Ich bin gar nicht da in deiner Natürlich Nähe. Bist du das. Kümmer es mal hier. Ich heb meine beiden Hände. Nee, bin ich nicht. Ja, jetzt nicht mehr. In deiner einen Hand befindet sich Billys Penis. Nein. Billy hängt so dran. Au! Siehst du, hab ich doch gesagt. Hörst du mal auf zu ziehen? Zum Teufel, nein. Wollt mir nicht zu schaffen. Ich finde sie das zu gut, da musst du aufpassen, da musst du nochmal. Soll ich euch zwei kurz alleine lassen? Können wir jetzt mal ein Drohnentaxi hier rufen, damit Was, wir zu Sashi spazieren? Ein Drohnentaxi? Drogentaxi? Nee, du hast ein Auto und ich muss doch mein Motorrad mitnehmen. Ich muss ja nicht mehr selbst fahren. Das ist ja nicht wir können das doch bei Kaban hinten drauf auf den Tracker packen. Pff, verrückt! Schön auf den Tracker drauf. Pff, verrückt, Wieso ich hab doch mal ein bisschen Ehre im Leib. Was hast du? Ich habe noch ein bisschen Alkohol im Leib. Stützräderbraut. Ich fäng's dir gleich eine. Mach doch. Sie du fängt sich Stützräder? Ein. Du hast Stützräder nur an der Motorrad? Es ist nicht so, dass Billy so sehr geskillt wäre im Ausweichen. Es ist nur so, dass ihr beide betrunken seid und man da nicht so viel trifft. Moment, ich bin auf Koks. Ich krieg eh alles hin. Gedacht. Denkst du? Gedacht, ja, deswegen sag ich. Also gedacht. Zumindest kriegt Jojo weniger hin als du, was ja schon mal ganz gut ist. Ha. Verdammt, die hat auch fast genauso viel getrunken wie du und ist ungefähr halb so groß. Yep. Richtig. Das Aber sie ist nicht gewöhnt an Alkohol, verdammt. Läuft bei dir. Läuft. Wir setzen uns jetzt aufs Motorrad und fahren zu Sashi Spatz. Und dann gucken wir, was der Abend noch so bringt. Wir können dich aber auch erstmal mit einem grimmen Schnitter verheiraten. Du bist bescheuert. Das finde ich eine gute Idee. Das finde ich eine scheiß Idee, ja. Ich heirate nicht. Doch. Hammer, heirate du doch. Du bist das Weib von uns beiden, sagt sie zu Billy. Ja, und Kerle können auch heiraten. Ja, aber ich nicht. Hoschema. Ach so, Moment. Hier, Eid verbibst, dann müsstet ihr mal gucken hier. Der ist doch süß. Nee. Wenn Billy betrunken ist, kriegt sie doch ihren Novosibirsk-Akzent. Ah, ja, im Novosibirsk-Akzent ist auf jeden Fall kein Ei vor Bibsch drinne. Natürlich. Glaube mir, nein. Bei Billy schon. Da müssen Ei vor Bibsch mal rein hier. Na Jutti. Na Jutti, das ist dann offensive oder was? Ja, und das hat mich schon immer sehr gestört, wenn wir offensive waren. Das habe ich immer versucht zu unterbinden. Und vor allem, ja. Doch. Ja, nee, das kränkt dich ja auch. Ja, schon. Also, ne, der Spielleiter haut auch Gefühle. Ja, untenrum. Hä? Ne, untenrum nicht mehr. Ich dachte, das habe ich dir schon ausgetrieben. Ja, mit dem Jojo. Oh
Gott, war das schlecht. Ja, ja, so. Was ist euer Begehr? Wir setzen uns jetzt ins Motorrad aufs Auto oder umgekehrt und fahren zu Sashi Spatz. Der Flummi sagt, Hotti! Wir holen uns quasi ein Drohnentaxi, weil wir auch mit Drohnentaxi hin. Das muss ich nicht. Ja, doch. Warum? Wie, das Motorrad hat pure Stabilisation, das kann alleine fahren. Ach so. Also ich nehme ein Taxi und schicke mein Auto heim. Jo. Ach so, stimmt. Ich kann mein Motorrad auch heimschicken, ne? Ja, ich denke doch. Aber dann müsste ich es richtig parken. Was? Oder? Gibt es da einen Parkplatz an dem Haus, wo sie wohnt? Das Auto sucht sie denn selber. Naja, das kann da schon stehen, da wo es immer ich steht. Sage da soll es jetzt hinfahren. Easy. Da wo es hinfahrt soll. Da wo es hinfahren soll, soll es hinfahren. Ich ja, da wo. Nee, da wo gibt's nicht. Ja, ist richtig. Passt schon. Es möge sich bitte auf diesen Parkplatz stellen, auf dem es sonst immer steht. Und es sagt zurück: Befehl nicht verstanden. Hä? Mein Motorrad hat eine Common Personality runtergeladen, damit es sie versteht. Hä? Was? Komm auf dein Leben zurecht. Wer bist du denn? Fick dich. Fick dich. Fick dich. Wenn Jojo aufs Motorrad steigt, kommt dann auch: Soll die Vibrationsfunktion wie immer angestellt werden? Warum fragt sie denn noch? Genau, du Arschloch, warum fragst du mich überhaupt? Dildo ausfahren jetzt, Größe 3. Ja, wisst ihr, die sagte mal Lolli-Spender. Ja. Ja. Nee, ihr kommt bei Sashi Spatz an. Läuft. Wir wollen durch die Tür. Es ist wie früher. Du hast mich ja noch nie, du hast mich ja noch nie nüchtern gesehen. Die Konversation werde ich nie vergessen. Warte, du bist doch gar nicht voll. Nein, ich meine dich, du Idiot. Schön. Nee, da war mal eine Konversation zwischen Jojo und Sashi Spatz von wegen und du hast mich auch noch nie nüchtern gesehen und sie so, warte, du bist doch gar nicht voll. Und er so, ja klar, ich nicht, aber du bist normalerweise voll. Und sie hat 5 Minuten gebraucht, bis es gerafft hat oder so. Das ist halt nicht immer leicht. Nee, da sind auch viele Leute drin und in einer Ecke chillt auch mit einer leckeren Kirsche-Wiki. Nee. Jojo zischt auf jeden Fall als allererstes Mal zu Sashi-Spatz ab. Wer bist du denn? Was? Wer bist du denn? Was machst du hinter meiner Theke? Geh mal bitte davor. Alter, du hast aber schon eine Fahne, als wärst du schon hier gewesen. Kommst du gerade aus dem Abstellraum? Mann. Es war schnittig. Also entweder du bist ein halbes Jahr im Abstellraum gewesen und ich hab's einfach nur nicht mitbekommen, oder du hast heute schon ein bisschen was ausprobiert, ja? Ich hab ein halbes Jahr in deinem Abstellraum ein bisschen was ausprobiert. Ah ja. Gut, dann bekomme ich jetzt 1000 Yen. Nee. Scheiße. 500. Nee. 499. Nee. 501. Nee. Scheiße. Reichsmarkt. Ich hätte gern 401 Reichsmärkte. Märkte? Märkte. Märkte. Ja, jetzt. Märkte. Märkte. Foxy Lady. Hallo Spazi. Wir verstehen uns. Die weiß, was ich meine. Ich hätte gern 501 Reichsmärkte. Reichsmägde. Ja, bitte. Das sind deutsche gute Frauen. Ach so. Nee, russische. Russische ist aber. Sehr gut auch. Reisbabuschkas. Genau. Solange du keine Reisbabuschkas nimmst, ist nicht der russische Asiaten. Ich bin da auch nicht ganz so wählerisch, wenn dann eine Milf dabei ist. Klar, weißt du, so eine Matrioschka kann man schon mal nehmen. Ich mehr. Doch, die geht noch. Oh. Die ist doch noch warm. Die ist wieder warm. Die ist doch noch gut. Die ist wieder warm. Nee, aber ich hab gehört, Billy, ne? Hör auf, mich immer zu verkuppeln zu wollen. Der arme Sascha, der kriegt doch einen Schock von mir. Nee, nix unter Bekannten. Das, also. Ach so, okay. Gute Freunde, gib mir mal ein Küsschen, aber das war's. Kaman, genau. Den kennst du doch auch noch nicht. Nein. Weiß nicht, was du willst. Ernsthaft, nein.
weiß nicht, was du in der Konversation jetzt zu suchen hast, aber hi, ich bin Sascha. Hi, ich bin Carol. Crazy Traffic Light haben wir gesagt. Crazy Traffic Light haben wir gesagt. Ja, das ergibt Sinn, ne? Das hört sich gut an. Was auch immer das ist. Das ist lecker. Das ist crazy, genau. Entschuldigung. Nee, hier, ihr kriegt drei leckere Getränke dieser Art. Ich erinnere mich an, ihr werdet richtig und viel Spaß haben. Grün und gelb und blau und schwarz. Ihr habt richtig Bock vor allen Dingen. Die grüne Fee kommt vorbei mit dem Strohrum oben drauf. Und dann irgendwas mit Zimt, was nicht ganz so bitter ist. Wo ist das rot? Okay. Das Zimtzeug ist rot, Mann. Ach so, ja, doch. Jetzt, wo du es sagst. Ne, macht Sinn. So ein bisschen. Cool. Oh, schä. Das, Noch einen zum Nachspülen, out. Bitte. Ihr habt aber ganz schön Durst. Habt ihr schon einen Schlafplatz in der Nähe? Was, wir sind doch hier bei dir, wir sind doch zu Hause. Achso. Ich finde am Ende des Abends immer irgendein. Irgendwo wache ich immer auf. Teufelsratten. Jutti, er macht euch nochmal schönes Crazy Terrific Light. Zumindest meistens. Ich weiß zwar nicht immer, wo ich bin und auch nicht immer, wie ich da hingekommen bin, aber darum geht's ja nicht. Nee, darum geht's schon lange nicht mehr. Das noch ist witzig. Nie. Kennst du das? Wenn du plötzlich irgendwo aufwachst und dann irgendwie neben irgendeinem Typen aufwachst und überhaupt nicht mehr weißt, wer das ist und den Namen nicht mehr kennst. Und das ist mir noch nie passiert, dass ich neben einem Typen aufgewacht habe. Denkst du? Ich kann mich da an andere Sachen erinnern. Stimmt, ich erinnere mich da auch dunkel. Gangbang! Nein, Gangbang! Twitter-Bang-Gedanke. Den habt ihr verdient, Kinder, den habt ihr verdient. Den hasse ich ja nicht so arg. Nee, das ist nicht der, den ich hasse. Vor allen Dingen, weil jeder mal ein Gangbang mitgemacht haben muss. Betretenes Schweigen und Alkohol. Es ist nur schade, dass du dich echt nicht mehr dran erinnerst, Kabi. Da muss er wohl nochmal. Baby, du musst nochmal. Okay. Nee. Nee. Vor allem, wenn Jojo sagt, du musst noch mal ein Gangbang mitmachen, würde ich mir ganz schwer überlegen, ob ich das will bei dir. Wenn die das sagt, Hä? Ja, wo war ich hab ihn aus der Fassung gebracht. Guck mal, Billy, ich hab ihn aus der Fassung gebracht. Selbst die Lampe ist aus der Fassung da oben. Der hat Angst vor zu viel Spaß. Nee, ich hab euch nur gerade nicht zugehört. Was? Ach so, du hast der Schnalle da hinten auf den Arsch geguckt. Der hat Sascha. Ich dachte das doch nicht so laut. Vicky! Vicky! Stimmt, da steht ja noch Vicky. Hi. Oh Gott, die ist wieder voll, wie Kuckuck. Geil. Ich bin überhaupt nicht voll. Kusche! Hallo Foxy, hallo Jojo, irgendwas riecht hier nach Frittenfett. Das ist Kaban. Was? Kaban! Kaman hatte gerade ganz interessiert auf den Hintern geguckt. Ich glaube, der steht auf dich. Nicht Hi. Die Nummer wieder. Wie kann er mir auf... Ich sitze doch. Ja. Und? Du lügst mich schon wieder an. Nee, der hat auf die Brüste geguckt. Entschuldigung. Willst du sagen, ich habe Arschbrüste? Ich will sagen, deine Brüste sind genauso hübsch wie dein Hintern. Du willst mich subtil beleidigen. Nein, ich will dich angraben. Also. Wir hatten es gerade von Gangbang. Nee. Und es ist ja kein Gangbang ab 3. Also, hallo. Ja, nee. Nee. Das wäre außerdem ein Harem und kein Gangbang. Was? Das Frauen zum Männerverhältnis ist doch hier ganz falsch. Das können wir ganz schnell ändern. Also, Sashi. So ist es okay, denke ich. Wenn du es jetzt drauf anlegst, Vicky, dann stelle ich mich jetzt hier hin und brülle, wer hat Bock auf den Gangbang? Weißt du. Können wir nächste Woche mal oder so. Nächste Woche? Heute, nein, heute ist einfach auch mal, man muss ja auch mal ein bisschen kürzer treten. Jetzt setze ich erstmal dazu. Mit den ganzen sexuellen Eskapaden, das geht nicht. Was hast du denn für Eskapaden hinter dir? Du wirst doch jetzt mal rot, wenn man das Wort Penis neu erwähnt. Penis. Jetzt schätze ich doch erstmal und dann rot. Trinken wir jetzt mal ein.
Komm, Willi, wir lassen die beiden mal alleine. Ich wusste an die Anlage. Nee. Ja, ich auch. Bring mir mal eine Sauerkirsche mit. Ja, Kirsche kommt. Und hier eben Kaban auch. Ja, ich gehe zu Sashi und bestelle bei Sashi eine Flasche. Und dann trinke ich den ersten mit und dann gehe ich zur Anlage. Genau, und Jojo zischt dann auch ab. Aber einen trinke ich mal. Na klar. Kaban, Daddy. Bevor wir das jetzt gleich tun, werde ich mir auf jeden Fall noch kurz ein Bierchen holen, weil das ist ja schon. Ich sehe schon wieder Dinge passieren. Okay. Wenn ihr beiden wegrennt, dann müsst ihr das ja quasi ausspielen. Los jetzt. Was? Wir müssen gar nichts ausspielen. Wir stehen an der Anlage und lachen uns ein ins Fäustchen. Ja, aber der Spielleiter ist jetzt weg. Ich kann quasi nicht mit Vicky flirten. Du kannst dir erstmal das Gespräch in deinem Kopf ablaufen lassen. Also geil ist die Schnitte ja schon, aber kriegst du da noch eine hochsichere Frage? Ich weiß ja nicht. Er weiß, wie es bei Steppi ausgegangen ist. Gar nicht. Ja, das wusste Steppi aber nicht mehr. Ja, Steppi war das die Erfahrung, die er gemacht hat, egal. Vielleicht habe ich ihm was anderes erzählt als euch, weil ich es im Nachhinein so rum lustiger fand. Ja, der Intrigenschmied. Nicht beabsichtigt, ich fand's nur witziger. So hier. Trollballerinas also. Rollenspielschmiede. So kann wie dein Mikrofon halt die ganze Zeit am Dings kratzt, ne? Ich schieb's schon extra mal hoch, ich weiß. Ich werd, sobald mein Arm wieder, wäre ich auch wieder, ne? So. Ich hör's eigentlich nicht halt so richtig. Ich schon. Ich hör's auch selber. Ich verstehe das. Was war das letzte? Ja, unten Kaban. Jo, Vicky. Warum hängst du denn eigentlich mit denen ab? Du siehst voll genervt aus. Ich bin nicht genervt, ich bin nur ein bisschen getrunken. Und auf Koks. Warum ich mit denen abhänge? Naja, man kennt sich halt, ne? Und eigentlich sind die ja wohl witzig. Ja, du sahst nur so angestrengt aus. Ja. Und da habe ich mich gefragt. So Sachen, ne? Hast du dich gefragt, so Sachen? Welche Sachen denn? Hab ich vergessen. Ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist. Wie es voll raschelt. Das wie noch ein Trinken. Was an, zum. Ja, das geht auch. Ich versuche ihr und mir noch einzugießen. So, mehr oder weniger. Easy, ich nehme an, Billy hat Saftbläser mitgebracht. Natürlich. Ja, sicher. 04. Also, ich würde sagen, da muss man auf jeden Fall. Das Schlimme ist, nach so einem Ding muss man dann noch Wodka trinken, weil du 04 Kirsche trinkst. Du hast ja so ein Pappmaul. Das geht ja gar nicht. Boah, da ist der Speichel von die nächsten 4 Tage noch weg. Und rot. Das ist auch super. So richtig. Hey, Vicky, hast du deine Tage? Face-Sitting. Ja, das kannst du. Also, sie ist ganz leicht angerötet. Danke. Nee! Hab ich nicht. Das ist gut. Bist du mich angerannt oder was? Was? Nein, ich wollte mit dir eigentlich ringen. Ja, haben wir doch gerade. Nachher liegt er im Arm, ich bin so allein! Das wäre so gut. Kaban ist bestimmt alleine, ganz allein in der großen Stadt. Sorry, also, hier kann man kein ernsthaftes Rollenspiel machen. Ernsthaftes Rollenspiel hier, also ernsthaft jetzt mal, Junge. Beleidige mich noch einmal. Das ist auch liegt auf jeden also. Fall. Das reicht aber auch für heute jetzt. Warum sind die eigentlich beide jetzt weg? Die beiden sind weg, weil die sich um die Musik kümmern wollten, glaube ich. Haben die gesagt. Achso, das war aber. Aber ist ja auch egal. Woher kennst du die beiden? Da war so eine Geschichte. Jetzt da gab's erst so eine totale Verwechslungsgeschichte, war das? Man hat leider einen Kumpel von mir, der Foxy, voll auf die Schnauze gehauen. Nee, nicht wirklich. Aber war echt doof. Und dann haben wir uns irgendwie noch ein paar Mal getroffen und da hat man sich mal hier unter die Dings gegriffen
Arme. Und dann habe ich mit Billy zusammen gearbeitet, also Foxy, und dann... So, ne? So war das. Ja, glaube ich. Das ist ja cool. Ja, nee. Wir arbeiten auch hier wieder zusammen. Was? Wir arbeiten auch hier wieder zusammen. Also. Warum spricht eigentlich Kaban wie das Häschen, das immer nach Möhrchen sucht? Du musst mal. Hast du Möhrchen? Ja, hast du Möhrchen? Du musst mal. Beim Sprechen musst du den Mund aufmachen. Das ist ganz wichtig. Sonst... Er öffnet den Mund ganz groß. Okay. Weil sonst kann ich mich überhaupt nicht verstehen. Da musst du ihn näher rankommen. Ja, yes, nee. Nee. Das ist voll die Fahne, ist voll ekelhaft. Das liegt nur an diesem Kirschscheuch. Nee, das macht einen süßen, wunderschönen Atem. Wenn du nur Kirsche getrunken hättest, wäre dein Atem geradezu verführerisch. Hasse aber nicht. Verstehst du? Ich nächste Mal vielleicht. Ja, musst du mal machen. Hast du auch am nächsten Tag kaum nur so ein ganz kleines bisschen gehabt, oder? Und schmeckt richtig lecker. Das ist gut. Ich habe die Befürchtung, dass das morgen ganz böse wird. Nee, gibt's ja Tabletten. Tja, stimmt. Ist vielleicht besser. Pass mal auf, wir gehen da jetzt mal. Wir haben jetzt Kirsche getrunken und die beiden nicht. Und, jetzt müssen wir mal los. Ja. Sie holt sich vorne noch von Sashi Gläser und dann kommt sie in eure Richtung gesteuert. Gesteuert ist übrigens absolut bezeichnend. Ich torkel hinter ihr her. Findet ihr nicht? Was? Findet ihr nicht? Was? Dass es voll nicht okay ist? Dass Fritten und Ficken voll zusammengehört. Was? Ja. Das machst du bloß, um mich zu ärgern. Ich hab Fritten verschnellt. Du bist einfach in unsere Konversation reingeplatzt und... Erwartest jetzt, dass ich sofort umschalten kann. Das geht nicht. Fass auf. Also. Fass auf? Warum willst du jetzt schon wieder ein Fass aufmachen? Wir sollen ja aufhören, weniger zu trinken. Los jetzt hier, gieß dir mal was ein. Ihr findet ja nicht, dass es total passt ihr Schwanz unhöflich rein. Ist, dass ihr mich mit eurem besoffenen Ork-Kumpel einlasst. Ich wollte eigentlich nur, dass du den mit nach Hause nimmst und ihr beide einen schönen Abend habt. Was soll das denn heißen? Eigentlich das hat schon mal geklappt. So also, ich bin ins Bett gefallen und eingepennt. War ja, vielleicht ja diesmal Abend. Nicht, deswegen kriegst du dann einfach noch einen Kaffee. So billig bin ich nicht. Das hat doch nichts mit billig zu tun, das hat was mit rattig zu tun. So rollig bin ich nicht, weil ich kann mich beherrschen. Ich habe mich unter Kontrolle. Du musst dich nicht beherrschen. Nicht mit uns. Komm doch mal aus dir raus, Vicky. Was soll das denn? Du ich habe so doch gerade erst wieder in mich reingefunden. Dann kann ich... Was kennst denn? Du, wenn du gerade mal wieder in dir ruhst, da kannst du nicht schon wieder aus dir rausgehen. Natürlich. Wieso warst kannst du denn aus dir raus überhaupt? Aus dir rausgehen heißt in dich ruhen, in dir ruhen. Was für ein Käse. Was? Oh geil, Fanti ich will Gandhi. Käse zu den Fritten. Oh, Käsefritten mit Curry, auf jeden ja. Fall. Ich rufe Frittenfett nochmal an. Oh Gott, ja. Sehr gut. Für mich auch eine Portion. Ja, wir wollten dich damit einreiben und kabern. Oh Gott, geil. Dann fangen wir euch an, sie abzuschlammern. Was geht denn in eine völlig falsche Richtung? Du musst aufhören, weniger zu denken. Genau. Nee. Trinkt erstmal eure Kirsche hier. Nee. Was? Nee. Furcht. Wir haben in die ganze Zeit stattdessen Wodka getrunken. Das nee, heißt, dann du kannst dich jetzt mit deiner Kirsche mal Fett verpissen. Los, trink mal Geschmack. Ja. Sehr gut.
Wie sich freut. Good times. Gut, ich wollte das nur wissen, keine Angst. High times heißt es. Der fickt uns times. Jetzt richtig, pass auf, der nutzt das jetzt aus, dass wir voll besoffen sind. Warte, wir sind im Safe House bei Sascha. Ah ja, stimmt, bei jetzt Sascha kommen die Fleischer vorbei. Herzlichen Glückwunsch. Was? Ja, das wollen wir mal sehen. Jetzt kommen die Fleischer vorbei. Wir müssen heute zufällig doch keine Fleischer jetzt. Mit 50 Mann bewaffnet. Die Fleischer sind alle down under. Dann packt Billys Koks aus und dann hört man nur. So, ich dachte eher, du nimmst das Koks und pustet es in die Luft und dann kommt der Koksmann. Ich bin Olivia. Angeflogen und rettet euch. Der auch, aber die habe ich keine Standardmusik für den Koksmann. Stimmt. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Das stimmt. Nee, Mutter, der Mann aus Koks ist da. Wow. Aber da eine Nase schniefen, kriegt eine ganz neue Bedeutung. Meinst du, eine Nase genehmigen? Ja, die komplette davon. Eine Nase voll Selbstbewusstsein jetzt auch für dich. Kokain! Yeah. Schön Ephedrin. Ich muss gerade an ein Lied denken, das uns früher mal jemand vorgesungen hat. Das hieß auch Kokain, das war toll. War jemand dein Vater und erklärt, dass du so bist? Nein, es war nicht mein Vater. Deine Mutter? Auch nicht. Mist. If you wanna get down. Mein Vater hat mir grausamere Lieder vorgesungen. Kokain. Ja? Nee, ja. Ist richtig. Zum Beispiel? Eure Fritten. Ich nehme an, ihr habt so eine Familien-Maxi-Portion genommen. Wir haben irgendwo im Chat geschrieben, 10 Stück. 10 Packungen. Personen. Okay. Für 10 Personen. Für also so eine Troll-Maxi-Packung einfach. Bam. Nee, da kommt auch, also da ist da quasi, ich sage jetzt nicht, das ist so ein, oh Gott, so ein Bollerwagen, aber ist halt schon, ein Bollerwagen. Ne, kann man der schon wird machen. Direkt eingeladen, eine Kirsche mit uns zu trinken. Jo. Ja, als Trinkgeld. Und der kommt auch nicht eher Leute, weg. Leute, ich muss, also geht nicht. Du musst gar nichts aus der Kirche trinken. Pass mal auf, ich kann da nicht du trinken kannst. Beim Autofahren. Sag mal ja, was ist das für ein Zeug? Lecker. Was? Das ist lecker. Also, und was ist das für ein Zeug? Das ist Kirsche, das ist Wodka. Und das kann man mischen, oder was? Na klar, kann man. Ja geil, wollen wir da alle mal kurz sein? Sieht ja aus, als hätte ich das nötig. Prost! Ja geil. Er nimmt da auch, ne, schön lecker. Boah, das ist schon... Eklig, ne? Da muss man schon auch wollen, ne? Natürlich. Wir sehen doch wohl alle so aus, als ob wir wollen. Nee, ihr seht vor allem, als hättet ihr auf jeden Fall, ihr hättet einen Willen, das... Willen aus... Das läuft. Eierschalen. Dann lasst euch mal schmecken. Viel Spaß noch. Jo, dir auch. Tschüssen. Er geht. Billy schleicht hinter Kaban und reibt ihn sanft mit Frittenfett ein. Würfel mal bitte Geschick minus 1. Mit nix gibt's minus 1. Ich bin voll auf Koks, ich bin voll gut. Ich denke jedenfalls, ich bin voll gut. Voller obwohl doch. Ey, ich hab Sneaking zählt, und Catlike. Ey, das zählt unter Verkleiden. Geschick und Verkleiden. Aber du bist ja minimal. Also du willst also jetzt 1. von hinten an mich anschleichen? Auf den Nacken dann... oder was? Nee, pass auf, das macht Billy ganz einfach. Mhm. Es läuft ja Musik. Also Musik, die läuft und Billy tanzt schon so die ganze Zeit auf ihren Stöckelchen rum und ist so ganz cool und hat so eine Packung Fritten in der Hand und isst die auch immer so fingerpicky-weise und schleicht dann so hinter Kabern und hip-danced ihn quasi so an, so mit ihrem Penis in den Popo. Kaban, du bist schwanger, schreib dir das auf. Okay. Und hat 4 Erfolge. Was so, beim Schwängern von Kaban? Du darfst gerne Wahrnehmung und Intuition minus 3 würfeln. Gegen die 4 Folge. Nö, das brauche ich nicht. Jutti, also... nee, easy. So, auf den Nacken. Er riecht so gut. Er riecht so gut, sie steigt ihm hinterher. Stimmt, da war was. Oh Mann. Es ist ja nichts gegen dich, Kabi. Wie ein blindes Kind, das seine Mutter riecht.
Was werden das für Sessions, Alter? Ich würde ja gerne antworten, aber ich komme gerade nicht zum Luft. Eskaliert. Was lief bei uns falsch bei der Erziehung? Ich weiß es nicht, aber es muss alles richtig gewesen sein. Nicht genug. Was haben wir bloß falsch gemacht? Wenn der Opa noch leben alles. Würde. Ich finde es übrigens nicht okay, dass du diesen Teil mit Enterben nochmal extra rausgeschnitten hast, weil ich nicht weiß, was du damit anfangen willst. Flummi hat gesagt, sie möchte das gerne haben. Hiermit habe ich ihren Wunsch Gewähr geleistet. Flummi, wir müssen uns nochmal unterhalten. Ist im Forum für dich. Wir müssen uns nochmal unterhalten, Flummi, wie wir das genau gestalten hier in Zukunft. Gibt's denn was zu erben bei dir, ja? Nee. Scheiße. Schulden. Ja, das ist doch super. Bei mir. Dann hast du es jetzt sogar aka schriftlich, dass du enterbt bist, super. Schriftlich gibt's da gar nichts, das war also verbal. Das ist egal. Ich hatte das Bedürfnis zu sehen. Irrelevant. Irgendjemand riecht hier gewaltig nach Frittenfett. Fritten? Mädchen, was soll denn das? Oh, ja? Du riechst so geil. Komm doch mal her, du Stück. Was? Ich esse. Ich doch auch, jedenfalls hab ich's versucht. Was hast du versucht? Hey, Daddy. Ja? Die hat gerade gesagt, hier riecht's geil und sie meint eindeutig dich und du bist auf Koks, das heißt, du bist Gott. Heute ist deine Chance. Du musst dir vermutlich nur, halt die Schnauze da unten, du musst dir vermutlich nur eine Fritte in den Mund stecken, aber halt so, dass sie zur Hälfte draußen steht. Da musst du dich vermutlich einfach nur runterbeugen. Ich glaube, das ist der Move. Das ist der Move, um Jojo zu knacken. Willst du nicht? Eigentlich nicht, aber ich bin auf Koks. Ja, siehste. Deswegen, ich mach das fast so, wie du es sagst. Allerdings gehe ich in die Hocke, schnapp sie mir mit dem Arm und zieh sie nach oben. Na? Hä? Also quasi, ne? Zieh dich auf meine Höhe hoch. Was soll das denn jetzt werden? Willst du tanzen oder was? So kann man es auch nennen. Fausttanz. Ha, versuch's doch. Sie haut ihm mitten ins Gesicht. Aus der Entfernung wirst du ihn treffen. Aber weißt du, du weißt ja, wie es ist. Nochmal. Sie haut nochmal ihm mitten ins Gesicht. Ernsthaft, das müssen wir üben. Da kommt ja gar nichts über. Ich kann fliegen! Ja, das ist richtig. Aber das Boxen und ich kann ja vom Kopf spucken. Nee, das lässt du dir. Ich lass dich wieder runter. da. Also Flummi, wenn du schnell genug sein willst, ich meine. Nee. Aber das Boxen muss ich dir noch beibringen. Ich ja. Poke sie quasi einmal an der Schulter, ein bisschen zu doll. So macht man das. Ich bin versucht, dir zuzuschlagen und meine Hände sind auf der Höhe deiner Eier. Willst du das wirklich? Nee. Ich mach's trotzdem. Diesmal würde ich sogar versuchen auszuweichen. Ja, sie trifft den Oberschenkel. Verdammt. Das lässt du lieber, ich brauch das noch. Wofür? Kann ich dir zeigen. Du bist unser Eunuch. Auch da kann ich dir das Gegenteil beweisen. Du bist ein Eunuch. Tschüss. Was ja, genau meinst du mit Billy schraubt derweil an Wiki rum? Billy schraubt derweil an Wiki rum? Kannst du das bitte präzisieren? Circa das, was ich bei Carbon gemacht habe, nur ohne Frittenfett. Sie ist jetzt schwanger. Luftbesamung. Ja, da müssen wir noch mal gucken, ob die überhaupt was mitkriegt. Gleich, jetzt nicht. Jetzt mach erstmal die anderen beiden da. Die können das ja nebenbei machen. Wir gehen in einen anderen Channel. Nee, ich meine, die reden ja miteinander und ich kann ja nochmal gucken, ob. Weißt du, macht mal weiter da unten, genau. Was, womit denn? Unterhielt euch und du wolltest, glaube ich, Karan volle Bude in die Eier treten. Nee, schlagen. Das hat aber nicht geklappt. Und das endete damit mit Karan, du. Hast du gewürfelt? Nee, der ist ausgewichen. Achso. Richtig. So, du bist ein Eunuch. Genau da war ich stehen geblieben. Das hättest du wohl gerne. Das macht keinen Unterschied. Ich zeig dir einfach, dass ich keiner bin. Er fängt an, seine Hose aufzumachen. Oh, Jojo geht Gott. Ein paar Schritte zurück, verschränkt die Arme und guckt zu. Oh, da hängt die ganze gute Pracht. Lass mich raten, sie macht den Blick
den Jordan bei Scrubs gemacht hat. Ja, genau. Kaban, ein Blick, der so Mark erschüttert und deine Seele zerreißt, dass selbst das Coke dich nicht vor seelischem Schaden bewahren kann. Hier stehst du, deine ganze Pracht, quasi alles, was du hast und mehr, wird der Zuschauerschaft preisgeboten und sie guckt wie mit einem so einem Bemitleidender, weißt du, so, oh, guck nur, da hat er ja, weißt du, das ist nicht schön. Minus 2 auf alle Willenskraftproben in der nächsten Episode. Und Charisma. Du musst ja gar nicht jetzt so komisch gucken. Kein Duracell-Häschen. Ach, welche, ich weiß einfach nur nicht, was Gutes. Ein Luch. Ist ja auch kalt hier, Kaban, ne? So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist meiner länger. Als meiner, ja, das bestimmt. Ist aber auch keine Kunst. Aber nicht viel. Du bist ja völlig raus. Ja, deswegen ist diese Feststellung umso schockierender für mich. So, und jetzt packe ich das wieder ein. Bitte ja. Warum bist du denn jetzt so Billy? Was? Sie ist neidisch, du jetzt, dass weil der das wieder einpackt. Du wolltest ihn noch immer nageln. Ja, das hat sich aber auch schon länger gelegt. Ach so. Warum? Och, egal. Ich bin ja mit Vicky zu gehen. Mach doch ihr mal weiter. Ich hab doch kein Interesse da. Vicky. Ja, das ist interessant. Sie wird das nicht so wirklich mitkriegen, weil sie auch abgelenkt ist von dem, was bei den anderen beiden da passiert. Deswegen, sie schraubt an ihr voll rum, Alter. Das sind doch die Besten. Das sind doch die quasi Besten. Auf. Die ist rattig, die Aule. Die weiß es noch nicht. Nee, die ja, Erwin. Ja, so ist es richtig. So ist es richtig. Die und die Erwin. Genau. Die und die Erwin. Heute ist er völlig. Foxy? Ja? Was machst du da eigentlich? Du riechst so gut. Ja, das habe ich mir neulich gekauft. Bei Dreschikosmeliks, bei Erzsektor. Das ist ein ganz dezenter Kirschblütenduft. Der ist ganz, ganz wunderschön. Das ist die Produktnummer. Ein Ambrosia für meine Nasenhöhle. Ja, bestimmt. Ja. Warum ist er nackig? Ich hab keine Ahnung, der hat manchmal Anfälle. Es gibt jetzt erstmal gerade auch, bevor das Ding in der Hose verschwindet, noch einmal kurz in den Helikopter. Muss ja. Warum propellert der? Weil das kann? Oh, ich dachte, der will abheben oder so. Das kann er damit aber vergessen. Ja, ich glaube, da hat er die Gesetze der Aerodynamik nicht verstanden. Der möchte doch aber die Fliehkräfte ausnutzen. Alle fliehen vor der Kraft. Ich verstehe, er will, dass er sich streckt. Dänenübungen. Ja, ich habe alle keine Ahnung. Dänenlügen. Wovon habe ich keine Ahnung, Kaban? Oh Gott, jetzt kommt sie wieder, macht einen auf von dem, dicke was du Hose. Willst. Ich weiß ganz genau, was ich will. Schnaps! Sascha, wie du heißt. Schnaps! Schnaps! Trinken wir. Schnaps ist gut. Schnaps ist gut. Wie bei Badesalz. Gib mir Schnaps! Gib mir Schnaps! 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 Ein Schnaps wolle sie! Sie ist 43 Jahre Elektroingenieur. Ja, das ist eine andere. Ich weiß. Da gibt's mehrere von. Da gibt's sehr viele davon. Oh ja. Ja, ich dachte, wir wollten heute noch, du brauchst Billy für irgendwas. Ich glaube, wir sollten mal da langsam hinskippen, Alter. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt noch was wird. Die letzten beiden Sessions werde ich nicht veröffentlichen. Warum das nicht? Weil die grausam sind. Ja, und? Nein. Das war uns bisher auch immer egal. Sie sind liebe genau Zuhörer. Das, was das ist Qualitätsstandard. Es hieß doch, eure Morgen-Sessions sind die geilsten. Ich wollte es. Sie kriegen es. Es ist doch so. Wenn es einen zwischendurch langweilt, kann man ja durchaus einfach auch ausmachen. Weißt du?
Nein. Ich habe bisher noch nicht erlebt, dass aus dem Rechner eine Schlinge kam und mich festgehalten hat und meine Arme und ich mir irgendwas reinziehen musste. Von daher bis dahin hatte der Kaban ja auch quasi nicht seine Hose aufgemacht. Achso, und jetzt meinst du, kommt die Anaconda und Zack! Scheiße. Zack ist die Maus gefressen. Da kommt die Marder und dann... Nee, auf der Mauer, auf der Lauer. Sitzt eine kleine Wanze. Sieh dir mal die Wanze an. Wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer. Sitzt eine kleine Wanze. Wanze. Einfach nur noch. Ich glaube, unser Spielleiter hat Magen-Darm-Störungen, deswegen sitzt er auf der Toilette, weil so hört sich der Hall bei dir an. Ja, richtig. Der hat wahrscheinlich sein Mikrofon hochgeklappt, weil sein Bart sonst krabbelt. Sie hat es verstanden, es ist einfach zu krass. Rasieren ist ja auch keine Alternative. Nein. Gut. Ich bin gern auch als Weihnachtsmann unterwegs, verstehst du? Das ist einfach... Kann ich auf Kirsche abschleppen würfeln eigentlich? Ich finde, Billy schleppt Vicky ab. Ich finde, da braucht sie nicht mal drauf würfeln. Nee, Kirsche hat ja schon gesagt, Vicky hat ja schon gesagt, dass sie nicht will. Dass sie nicht mit Frauen... Das Ding ist, wenn du sie... Sie will schon, sie tut nur so, als ob sie das nicht will, weil ihr das peinlich ist. Wenn du sie richtig steil abfüllst, dann könnte es schon dazu kommen, dass sie sich überwindet, mal was Neues auszuprobieren. Das ist halt sehr diffizil, diesen Punkt zu finden, an dem sie dann auch noch in der Lage ist, etwas zu tun. Dann wäre es auch egal, wenn du plötzlich den Lümmel auspackst, weißt du? Aber diesen Punkt dann nicht zu überschreiten, sodass sie dann wieder einfach irgendwo kotzend in der Ecke sitzt, das ist das, also da... Moment, lass uns doch mal... Bitte doch mal Drogenwissen. Lass uns doch mal erstmal Sister-Sistern, Mädel, und dann, wie kommt denn da was jetzt in mich rein? Das ist mein Dildo... Der ist umschnallbar. An der Stelle ist das der auch dann, weißt du, aber ich bräuchte mal Drogenwissen und Intuition. Ich möchte das doch gar nicht. Natürlich, jetzt hast du es angefangen, jetzt bringst du es auch zu Ende. Mach die kleine Knack. Weißt du, komm, erst der Logik und zwei. Stefan, jetzt du oder jeder darf mal. Dreierfolge. Also wenn du das anstrebst. Gemacht. Dann ist die alte verloren. Die guckt mir nur einmal in die Augen. Die einäugische Schlange guckt sie an und dann ist rum. Ja, dann ist, ist auch so, ne? Komm, wir haben doch zu Spaß vor viel Angst. Nee, Vicky wird dann irgendwann mit Billy verschwinden. Ja, wir fahren heim. Das hat geklappt! Ernsthaft? Oh mein. Das hat geklappt, was denkst du denn? Ich will aber sich eine komische Überraschung. Ach, das geht schon, das kann die freut schon sich. Verpacken. Die freut sich dann nahezu wenigstens. Das heißt, erspart sie sich, das aufzustehen. Stimmt. Und den Dildo zu holen, falls sie sowas hat. Ich glaube nicht, dass sie sowas hat, dafür ist sie viel zu verklemmt. Sie ist auf jeden Fall eine nette. Vicky ist gar nicht verklemmt. Die braucht nur immer den Ansporn. Sporn. Natürlich ist Vicky eine Nette, das sag ich doch gar nicht. Aber sie ist so verkrampft immer, weißt du? Da nimmst du einmal das Wort Ficken in den Mund und dann wird die sofort rot. Und was machen wir beiden Hübschen jetzt? Wir trinken. Das finde ich gut. Was denkst du denn? Trinken. Nein, es wird nicht klingt gefickt. Gut. Ich order nochmal neu. Jut. Ja, stört sich langsam. Aber... Mein Magen nicht, der wird rapide gefüllt. Die Ressourcen dafür sind auch vorhanden. Perfekt. Ja, irgendwann stellt Jojo fest, so, ich glaube, ich muss jetzt mal echt langsam pennen gehen. Ja. Ich fahre jetzt nach Hause. Okay. Ja, das ist eine gute Idee. Schüssen. Ich komme noch ein paar Meter mit, weil ich muss ja auch da raus. Er zeigt auf die Tür. Jojo ruft ein Drohnentaxi. Jep, ich auch. Jutti. Tschüss, Sashi, Spatz. Dass sie das echt durchgehalten hat, ohne da hinten im Dings zu pennen, ist schon nicht schlecht. Na klar, was denkst das du? Das ist Übung. Oh. Also dafür zur Belohnung würdet ihr auch noch einen umsonst kriegen. Nee. Den nehmen wir noch. Komm, den nehmen wir noch. Ich zieh. Cool, dann werde ich gleich die Hälfte wieder los. Dann gehe ich gleich vor der Tür kotzen.
Ja, aber sehr gut. Ja, okay, vor der Tür ist. Na klar, vor der Tür. Ich hab doch noch ein bisschen Anstand. Dann kommst du auf die Wall of Shame, ne? Ist dir klar. Wieso komme ich auf die Wall of Shame? Ist bescheuert. Zeigt auf eine Wand, die dir bis jetzt nicht aufgefallen ist, mit ganz vielen Gesichtern oder ganz vielen eher Personen, die gerade vor seine Bar kotzen. Fick dich, da gehe ich lieber aufs Klo kotzen. Da gehöre ich nicht hin. Na gut. Dann ist es okay. Du hast vor die Bar kotzen. Das ist Wall of Shame. Wenn du nicht aufs Klo kotzen gehst, kannst du machen. Ja. Jo, dann kriegen wir noch einen Bogen umsonst. Nee, ihr kriegt nochmal richtig, also hier, also Klosterfrau Melissa jetzt, also. Ja, das reicht. Sehr gut. Dafür geht's mir dann am nächsten Tag nicht so schlecht. Ohne Packung. Und jetzt entschuldigt mich kurz. Jo. Viel Spaß. Boah, Flubi. Das dauert ein bisschen. Jojo hat das erste Mal gekotzt, glaube ich. Das war das erste Mal, doch. Das erste Mal, wo wir es mitbekommen haben. Ja, das erste Mal, wo ihr es mitgekriegt habt, ja. Das erste Mal live im Podcast. Wow, ist das nicht einfach super? Wenn du das auch so voll super gelohnt. Findest, steck dir den Finger in den Po. Schreib es in die Kommentare, wer das toll findet. Das, ich hab's extra gemacht, um es über dich lustig zu machen und du machst es trotzdem. Komm, das wäre dann die 5 über die Comments. So, also Karma, es wird echt. Also irgendwann ist sie fertig und kommt auch wieder und dann ist alles gut. Du siehst aus, als könntest du noch weiter trinken. Ich kann noch was vertragen. Hier, gegen den Mundgeruch. Er gibt dir nochmal so einen tollen Kirsche. Ich hab mir den Mund ausgespült und ich will jetzt keine Kirsche. Du trinkst jetzt noch eine Kirsche. Flummi, es ist echt ziemlich kacke, aber in diesen Unterschichtgebieten, manchmal hast du da so Wasserengpässe, ne? Kann man nur so eine braune Suppe. Ja, dann konntest du den Mund nur mit Klopapier abwischen. Das ich hol scheiße. Mir einen kurzen Pfeffi. Na, das ist gute Zeug. Siehst du, du musst nicht mal Zähne putzen, perfekt. Siehst du? Und dann geht's nach Hause ins Bettchen. Das ist ein verdammt guter Plan. Ich fahre auch nach Hause. Oder lass mich nach Hause fahren. Weißt du, was Tolles? Dass es als Mage einen Anti-Kater-Zauber gibt. Ja, ich werde mir zu Hause erstmal meine Hausapotheke aufmachen, mir Anti-Kater-Mittel quasi für Prophylaxe und so reinpfeifen und dann, ne? Kennt man ja. Ja, die Arche Noah. Ab ins Bett. Ja. Wir alle schlummern. Ihr werdet alle schlummern. Lang. Ausnahmsweise mal. Ja, Billy wird dann kriegen, wie Vicky am nächsten frühen Morgen so um 5 einfach mal richtig schön reiern ist. Lange. Dann irgendwie wieder sich ins Bett schmeißt. Dann nochmal um 6 Uhr reiern ist. Dann so halbwegs realisiert, was passiert ist. Und dann wird sie gucken, wo sie ist. Dann wird sie einfach so rot werden, dass du denkst, ihr Kopf detoniert. Dann wird sie einfach mit Blick nur auf den Boden, wird sie einfach direkt gehen. Billy ruft ihr doch hinterher, ruf mich an! Sehr gut. Ah, sehr gut. Ja, sie dreht sich um. Kommt zurück. Vollkommen blass. Augenringe, die Status legendär erreicht haben. Setzt sich irgendwie hin. Vielleicht sollten wir uns darüber nochmal unterhalten. Oder das auch nicht. Gespräch will ich jetzt hören, bitte. So. Ja. Anrufen. Puh. Das ist nicht so einfach, aber ich finde, wir könnten versuchen, diese Sache einfach so als einmalige Sache. Hat sie mir gefallen? Ich glaube doch. Billys Kinn zittert. Wirklich? Du Foxy streicht dir über den Unterarm. Warum ist deine erste? Geht ja nicht, dass man. Das ist überhaupt nicht wichtig. War ich deine Erste? Das hat damit doch überhaupt nichts zu tun. Sondern?
Ich finde einfach, es würde super kompliziert werden, wenn wir jetzt daraus irgendwas machen. Was denn? So. Friends with Benefits. Ah, das geht halt immer irgendwie schief. Ach, das geht überhaupt nicht schief. Wir haben doch eh eine Long-Distance-Beziehung und ist doch alles wunderbar. Das macht dir doch nicht ins Hemd. Nee, du, tut mir leid, aber ich glaube, das ist nichts für mich. Wieso denn? Bin ich einfach nicht gemacht für, glaube ich. Tja, was nicht ist, kann doch noch werden. Billy updatet ihr Fuckbook-Profil, wo drin steht kompliziert. Ist jetzt aber auch genug für heute, echt. Was? Ist genug jetzt, du. Du Kaban rejected mich, völlig... Blumi rejected mich, du rejectest mich. Wäre völlig am Ende und denkt sie, die muss sich jetzt echt Gedanken machen. Es regt sich niemand, wie es Billy geht. Ich liebe dich, Düse. Keiner interessiert sich, wie es der lieben Tranny geht, die auch Bedürfnisse hat, die total verwirrt ist in ihrem Körper und überhaupt nicht zurechtkommt und dann noch mit der Matrix zu kämpfen hat und dann kommt ihr immer an und das ist so gemein. Warum? Du hattest doch ganz viel Spaß mit Vicky. Ja, weil ich mir den mach. Ja, ich hab die erstmal auf Bock gespannt, Alter. Ist doch alles gut? Was beschwerst du dich denn dann? Die Synonyme sind einfach schön. Und dann war's bam, bam, weißt du. Ja, ich weiß schon. Klatschen muss es. Die Mörsen treten. Nehm die Kohle an. Also, wie gesagt, Billy, ich glaube, das ist einfach nichts, was lange funktioniert. Du hast sogar gegurgelt. Was? Was? Nichts. Alter. Ich möchte jetzt gehen. Wir könnten uns darüber irgendwann nochmal beim Tässchen tschüss. Tee. Wenn es mir besser geht. Ja, ja, tschüss. Sie wird also, bis sie bei ihrem Fahrzeug ist oder bei einem öffentlichen Verkehrsmittel-Dingens, wird sie einfach, also der Boden, ne? Ey, der ist so schön, da kannst du gar nicht weggucken. Wenn jemand Hallo sagt, Hand. Da kriegt die kaum die Fresse auf. Das ist einfach, Junge, Junge, Junge. Ich kann mir das richtig vorstellen. Die hat noch, die Butch Cup hat sie in der Hand, die High Heels hat sie in der Hand, Sperma noch im Haar. Nee, die hat sich schon. Sperma im Haar. Also. Das könnte. Wahr sein. Aber ich meine, die war schon ziemlich besoffen. Ja, ach komm, man wird doch wohl noch mal einen Joghurt essen dürfen. Man wird ja wohl mal einen Bett Joghurt essen dürfen. Da ist sie recht. Oh. Easy. Nee, sie ist schon bekleidet, aber sonst sieht die halt aus, wie sie aussieht. Walk of Shame. Ja. Ja, der ist es halt, ne? Ach, so schön. Wir alle hatten ihn schon. Wir kennen ja so Beziehungen. Ich hab mich nie geschämt. Ich hab mir gedacht, ach weißt du, ich bin ein Kerl, ich muss so was tun. Only Rin hat er gedacht. Schön breitbeinig, die Schultern schwingen. Jetzt macht er wieder den Vlad. Am Sackekratz erstmal eine Hand gerochen. Das riecht noch nach der guten Dame. Super. Nach der guten Dame habe ich aber nicht gesagt. Ich auch. Pückling. Guck mal, da hängen noch seine Arschhaare. Das prickelt. Die so schön hat geprickelt an meinen Penis. Das war wieder der Scheidenpilz. Doch, Scheidenpilz. Das nicht riecht. Boah. Spätestens wenn sowas Blaues darunter tropft, das ist, ne? Was? Blau habe ich noch nie gesehen runter tropft. Blue Waffle? Du kennst keine Blue Waffle? Davon habe ich noch nicht mal gehört. Blue Waffle? Ja, was ist das bei den Frauen in der Google das. So? Ich meine, Google das. Nee, will ich nicht. Wie schreibt man das genau? Blaue Waffel quasi auf Englisch. Blue Waffles? Der googelt es jetzt wirklich, ich tue das nicht, nee. Natürlich mache ich das. Liebe Zuhörer, kommt ein Bild von Hagrid?
Dann kommt ein Bild von tatsächlichen blauen Waffeln. Disease. Oh! Oh, ja. Oh. Also, Sascha, du solltest auch... Das sind doch herzkrank... Ah, das nicht. Oh, das sieht aber gesund aus, Mensch. Nee, also ich finde, Alex oder Sascha oder sowas, das sollst du dir auf jeden Fall angucken. Das ist schon... Nee. Das ist schon auch mal was, was man sich angucken muss. Ja. Yep. Guck mal einer an, nur. Ist das eine Krankheit? Ja. Yep. Nee, das ist normal bei manchen Frauen. Der gute Blauschimmel ist doch auch sehr teuer. Aber da sind auch erstaunlich viele Füße dabei. Da müsste man sich mal genau informieren, was genau das eigentlich ist. Ja, es gibt doch Fußfetisch. Danke, danke, Denninger, dass wir auch noch von dir was nehmen konnten. Ja, das ist immer wieder gern. Es gibt so viel komisches Zeug, so krankheitmäßig ist es einfach. Ich geh mal eben kurz Lulu. Ja, Lulu, der muss brechen, der Junge. Ja, das auch. Nee, aber ich geh wirklich Lulu. Bäh. Viel Spaß. Alter, du verarschst uns doch, du blödes Arschkind. Blue Waffle Disease may sound strange to some people. Some may have already read about it when looking for information in the internet. Legend. However... Ach nee. Ach so, ist doch nicht nur fake. Es ist tatsächlich etwas. Das haben sie komisch geschrieben. Schade. Wie geil, auf dieser Seite hier haben sie Vagina nicht geschrieben, sondern V-Sternchen-Gina. Junge, 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 wenn ihr das schon, also... So, was ist jetzt der Fall? Wollt ihr noch irgendwelche NSC zerstören, die ihr so habt? Finde Kaban und... Jojo? Und Tati sind noch ein gutes Matchup. Stimmt eigentlich. Und Jojo und... Ach, für Kaban finden wir noch jemanden. Der Grenzer vielleicht... Hey. Ich glaube nicht, dass sie der Typ vom Grenzer ist. Er hat es schon festgestellt. Es geht überhaupt nicht darum, wessen Typ irgendjemand ist. Ach, der hat doch schon festgestellt, dass sie ihm A viel zu flachbrüstig ist und überhaupt, es geht doch nicht. Ja, aber, Juck aber, für aber, den. Aber, wenn's von was haben wir es? Wenn sie nun mal wir schon wir überlegen ist. Gerade an Matchup und haben halt überlegt, ob Kaban und Tati vielleicht gutes Matchup sind. Und dann hat er überlegt, wen er Jojo verpasst. Dann hat er überlegt, den Grenzer, aber da habe ich ihm gesagt, dass es das überhaupt nicht funktioniert. Ja, aber wenn sie doch kostenlos ist. Also ich dachte immer, dass zwischen Dr. Ivanovic und Jojo sich noch irgendwann eine Romanze, also eine tatsächliche Romanze entwickelt. Ja, das wäre auch schön. Jojo steht ja nachweislich auf ältere, reifere Männer. Mit dem gewissen Etwas. Ach so? Ja. Du musst uns auch irgendwas geben, mit was wir arbeiten können, Flumi, ne? Weißt du, Dys hat jetzt schon Take One for the Team, weißt du, und du wieder... Ne? Nee, weil sobald ich damit anfangen würde, der Spielleiter sofort rumheulen würde, weil er dann sagt... Nee, so wie bei Dys wäre es okay, ne? Ach so, das kann ich doch mit um. Na, Vicky war ja... Vicky war ja auch zweite Wahl. Das kann ich auch nicht. Vicky war ja zweite Wahl. Was? Nee, Platillo ist immer noch erste Wahl. Wir waren schon ewig schon beim Grubenkampf. Das stimmt. Das, ne? Da können wir mal Kaban hinschicken. Das stimmt, Danilo können wir da. Ja. Das ist was, ist doch was für Billy. Ja, ja, doch, doch, doch. Ich mag ja auch Scott Adkins. Ist ja ein super Schauspieler. Danilo. Das war ein Schauspieler schon wieder? Ja, Scott Adkins ist Danilo, der NPC. Regelmäßig irgendwelche Schauspieler zu finden, die aber dadurch, dass das oft Filmaufnahmen sind, nicht ganz so scheiße aussehen wie auf den gemachten Bildern. Richtig. Sondern dann irgendwie doch noch Bilder finde, wo die Leute wenigstens ein bisschen menschlicher aussehen. Manchmal. Na, Juti. Überlegt euch mal kurz ein paar Matchups. Ich muss auch mal hier... Ne? Cobra Birke. Ein Zeppelin abschießen. Einfach mal die Ladung loswerden. Ist ja aber auch genug auch wieder für heute, ey. Ziemlich. So, Nachdem Kaban und Vicky schon nicht geklappt hat, ich fand das sehr schade. Sehr. Du, ich wollte dir den nicht ausspannen, du hast aber irgendwie... Man nicht den Move gemacht. Wie soll ich denn auch gegen Billy konkurrieren? Aber Kaban, ich hab nicht dran geleckt. Ist was? Warum noch. Das denn nicht? Die arme Vicky. Ja, Moment, ich muss es ihm doch sagen. Wir haben Rosetten gerieben. Na dann. Ja. Und dann hat Billy den Umschnalldillo Vicky umgezogen und dann hat sie gesagt, ich bin katholisch erzogen, nur in den Po, bitte. Gott. Ah, schön.
Oh, wer es mag. Lieber B als nie. Das stimmt. Ne? Ja. Ist jetzt echt okay, ein also Tati und Kaban. Der ist gerade die Luftabwehr in Position bringen. Ja. Wir könnten auch Walli und Kaban mal, ne? Stimmt, stimmt. Aber ist das okay für Boris? Ja, ja, Boris kriegt mal Billy ab und dann ist der. Oder du? Du gehst an Boris ran. Oh, nee. Der mochte dich doch so gerne, als du als Flummiball da rumgedopst bist auf Billys Party. Ja, na, Billys Party war sie gar nicht so sehr Flummiball. Der hat die mal so in Natura kennengelernt, daher. Aber nee, so extrem nee, aber flummi-dingsig auf, ist die ja gar nicht mehr. Auf Billys Party bist du als Flummiball-Avatar aufgetreten. Ja, aber da war sie ja gar nicht so sehr. Da war sie auch schnell wieder weg. Da warst du sehr antisozial. Ja. Schrecklich. Da war auch gerade der Mindfuck rum mit dir. Ja. Und Billys Niere, Billys Milz war weg. Ja. Lang, lang her. Was? Du bist noch eine Milz verlieren. Halt die Fresse, du Spasti. Hab ich auch gerade gehört. Ich wollte meine Milz verlieren. Unnötiger Ballast. Lass mal nachzüchten. Unnötiger Ballast. Kaban und wie heißt sie denn gleich wieder, die Ärztin von dir? Oh! Ja, Siehste? Olga! Die, ich hab ihre Nummer schon. Hat sie sich nicht schon durch? Nee, ich er hat ihre Nummer auf jeden Fall. Hat ja Angst vor zu viel Spaß. Na ja, stimmt. Der weiß ja noch nicht. Olga, stimmt! Olga! Olga, das geht. Ist der beste Sex deines Lebens. Kaban, die ist halt nicht nur golden, die ist halt Platin, weißt du? Wahrscheinlich ist das mit so, Rubinen. Und Asteroidengestein noch. Mond. Staub. Also das sollst du dir tatsächlich nochmal durch den Kopf gehen lassen. Unabhängig dürfen. Als Billy gerade sich auch noch so überlegt, als dann Vicky weg ist, diese brutal vertrollt hat, so 10 Minuten später. Oh Gott, warte. Wessen? Ja, ich rede ja mit Billy, ne? Oh, Entschuldigung. Wessen? Deiniges. Hallo? Ne, Moment. Vicky? Edge zurück. Ah ja, ihr regeneriert alle, euer Edge. Vollständig. Nee. Chuck Neonet. Geht weiter. Was? Es ist also Boris. Oh, guten Tag, der Herr. Wer ist denn dieser Viktor, von dem du ja sprichst? Nicht Viktor. Achso, sondern? Victoria. Oh. Hast du dir was aufgetan? Ein Gentleman schweigt und genießt. Und du? Ich genieße eh immer. So, dann ist ja gut. Nee, ich wollte mich nochmal mit am besten gleich euch dreien zusammensetzen. So, am besten nicht im Nachtfalter. Mhm. Bei deiner Frau? Nee, lieber auch nicht. Such doch mal da was in der Nähe raus. Du bist doch findig. Ja, klar, ich kenne dann so einen tollen Drum Bass Club. Subway. Also, muss jetzt auch nicht Club sein, weil. Ach so. Das ist ja jetzt eine schlechte Uhrzeit für Club. Da sind da gerade noch die. Ach, du da, möchtest die das halt gleich? Das wäre schon schön, wenn das jetzt so in der nächsten Stunde. Ist das wegen deinem Auto? Nee. Mir tut das immer noch leid wegen deinem Auto. Hat die Versicherung das bezahlt, oder? Quasi. Ja, das würde ich ja quasi da mit. Aha. Abdecken. Also, das ist Pflichttermin. Das heißt, Pflichttermin wäre schon gut. Ne? Ja, Papagei wäre dann höchstens noch. Das ist ja sogar in der Nähe, ne? Ja, das ist in der Nähe. Sind die Jungs und Mädels immer noch so unsymmetrisch? Die da tanzen, meine ich. Es ist nicht Nachtfalter Club-Style. Sicher nicht. Es wird mal wieder Zeit, dass ich das eruiere, wie das da ist. Na klar. Ja. Gut, so in einer Stunde ist das okay. Gib mir mal eben eine Minute, dass ich abcheck, wo die anderen beiden sich gerade rumdümmeln. Hey, pass auf, ich habe noch so 3 Stunden Zeit, da schreibst du mir einfach gleich, wie das ist, ne? Mach es so. Ja. Piep, piep. Tschüss. Piep. Ich mache einen Gruppenanruf.
Ich war vorbereitet. Was gibt's denn? Aufstehen, unten kalt rauswaschen. Wir treffen uns im Papagei in 2,5 Stunden. Was ist das von mir? Ihr habt richtig gehört, wir haben... Das hast du aber ganz doll, kannst du ja streichen. Au. Nein, das ist ein Pflichttermin. Ich bin wieder eingeschlafen, du hast mich geweckt. Da stehst du jetzt auf? Scheiß auf Pflicht. Ich bin doch schon mal aufgestanden vor ein paar Stunden. Arbeit. Wir haben einen Pflichttermin. Ja, da war ich doch gerade. Achso, okay. Wie Pflichttermin? Du kannst dich noch an ein Auto erinnern, das wir das letzte Mal rumgefahren haben. Ernsthaft, jetzt? Ja, jetzt. Das warst du etwa noch nicht wach. Ich hab voll du den mir nicht erzählen, von Schrauben auf der Wange. Wisst ihr das eigentlich? Du sollst auch nicht immer in der Werkzeugkiste schlafen. Aber die ist so schön warm und gemütlich. Du kannst dir diesen Feldwärmer auch einfach ins Ding stellen. Da fühle ich mich wie im Uterus meines Vaters. Das erinnert mich gerade daran, wie Jens schrieb, sein neuester Troll heißt Schräubchen. Hast du wieder in der Werkzeugkiste geschlafen? Ja, ja, ich verstehe. Oh, die hat's mit dem Troll gehabt, meinst du? Ja, guck sie Uki! Dir an. Uki! Der, aber ich meine, gut. Wo treffen wir uns? Im Nachtfall, da hätte ich beinahe gesagt. Ich meine natürlich im Papagei. Oh Gott. Oh, Alter. Wann war das? In 2,5 Stunden. Alles klar, bis dahin bin ich soweit. Oh. In 2,5 Stunden. Ja. Dann mir geht's wieder gut, ich bin gleich wach. Bis gleich. Kaffee! Jojo, dir geht es nicht gut. Ich wiederhole, dir geht es nicht gut. Ich weiß, dass es mir nicht gut geht, aber Antikaterzauber. So, und du solltest mal dein Mikrofonständer weiter zu deinem Mund führen. Und ich weiß, ich muss gehen. Du musst dich rasieren. So, Antikaterzauber. Antikaterzauber, will ich jetzt mal sehen. Zeig mal her das Zeugnis. Da wird doch erfüllen. Ich frage dich. Ich glaube, ich liebe den Spruch. Ist ja auch super. Krieg ich Abzug? Ja. Wie viel? Minus 1. Ich habe keinen Erfolg, es funktioniert leider nicht. Da darfst du aber erstmal ganz kurz deinen Entzug würfeln und dein Entzug ist 2. Alter. Das sind 6 Erfolge. Ich habe 6 Erfolge. Nee, ich glaube, wenigstens ist es nicht schlimmer geworden. Also das kann cool. Man einfach festhalten. Das hat nicht geklappt. Jojo kippt sich noch einen Liter Kaffee rein. Und 2 Liter Wasser. Sie dann rennt noch einmal aufs Klo, bevor sie da ist. Das heißt, sie wird so aufgedreht sein wie nichts Gutes, ja? Yep. Scheiße, diese Geile. Nee, nur hibbelig, nicht aufgedreht. Sie ist einfach nur hibbelig. Ist ja voll okay. Das ist bei ihm mittlerweile etwas anderes. Ja, aber ich mache ein richtig geiles Katerfrühstück. Oh Gott, ja geil. Was richtig fettiges. Pizza. Meinst du mit Bacon, Käse, mit Bacon und einem Ei? Bacon-Pizza ja, mit Bacon. Bacon mit Ei, dazu eine ein paar Würstchen, also so ein englisches Frühstück quasi, so kleine Mini-Würstchen sind das ja, so gebratene. Und dazu ein, so ein vernünftiges Getränk und so, das passt schon. Und, vernünftiges Getränk, was ja, darf ich mir darunter vorstellen? Ich wollte erst Saft sagen, aber Saft ist viel zu teuer, also so ein Saftersatz. Gut. Und natürlich 2 Antikater-Mittel quasi, die ich nochmal reinschmeiße. Ja, ist schon nötig. Jo. Ich will auch Antikater-Mittel. Jo, und eine Pille also gegen Krankheit, weil mir so wird natürlich... Naja, und... Aspirin. Also was wie entweder ja Acetyldingstersäure oder Ibuprofen oder sowas in der Richtung und halt irgendwas, was deinen Magen sagt. Junge, höre auf jetzt mit dem Scheiß. Ich weiß, wir haben es gestern am Abend angelegt, ich muss doch jetzt mal sagen, ne, für die ganzen Säufer, gibt es doch bestimmt schon einen Patch oder eine Tablette, die einfach mal sagt, ihr Acetaldehyd, geh schlafen. Liebste Flummi, was ist das Problem mit allen Antidot-Patches? Ja, du musst die vorher draufkleben. Aha, hast du das gemacht? Darf ich etwas? Nein, hast du offenbar nicht. Schade. Schade. Jutti. Mist. Memo dann mache ich mich unterwegs. Immer ein Antidot-Patch für Katerzeugs. Das ist in nicht der im Tasche Lebensstil, haben, die sind nicht ganz billig. Ich weiß, die kosten 50 pro Stufe. Na, du willst ja aber letztes schon mal ordentlich. Ne? Letztes Mal hat Kaban auf Lebensstil bekommen, ist bei Flumi, nö.
Ja, Moment, Kavan hat das für den Auftrag als Lebensmittel bekommen. Aber jedes Mal, wenn ihr euch besauft, das ist, komm, das sind 150, damit du es ordentlich kriegst, mindestens, das ist schon hart. Aber warum ist das so teuer? Das muss doch mittlerweile massentauglich sein. Das müssen die doch einfach in Scharen verkaufen. Das hat doch jeder. Dann können die Lohnsklaven nämlich abends nochmal saufen gehen und haben am nächsten Tag keinen Kater zum Arbeiten. Oder die Lohnsklaven hauen sich einfach abends ein BTL rein. Scheiße. Oder ein Sim, was halt nicht mal verboten ist, was dein Konzern auch noch richtig geil findet, weil es seine Sims sind. Verstehst du? Und seit wann kümmert sich denn der Konzern darum, ob der Lohnsklave Spaß hat? Alkoholiker sind nicht sonderlich arbeitstauglich. Ja. Dam, dam, dam! Außerdem kriegen die Amphetamine im Säulkraft, damit sie besser arbeiten. Von daher ist doch für alles gesorgt. Stimmungsaufhänger! Jupp. Wie dem auch sei, ich fahre pünktlich zu unserem Treffen. Also lass mich fahren. Fickt euch alle am Licht, warum? Laut, fickt euch! Essen, Koffein, Wasser, perfekt. Ja, trotzdem laut, Sonne. Wer hat mir das angetan? Billy, du Schlampe! Willst du das als Textnachricht verfassen? Nein. Als Voicemail. Du bist schuld, dass das Auto kaputt ist. Ist deine Schuld, dass dein Zauber nicht funktioniert hat. Was? Was für ein Zauber? Eisscholle. Hä? Hä? Wieso Eisscholle? Autsch. Hast du gesagt, Billy, du Schlampe? Ja, ich will wieder schlafen gehen. Kannst ja dann. Cool. Ich hab eine Armee. Typen in meinem Kopf, die da rumheimern. Du hast immer irgendwas irgendwo. Du bist immer irgendwo. Vor allem irgendwo. Im Enddarm. Genau, vor allen Dingen im Enddarm. Da hat er ja eben nicht mehr viel Enddarm. Meistens. Enddarm. Hast du vielleicht Morbus Crohn? Ich hoffe nicht. Bist du allergisch gegen Erdbeermarshmallows? Bist ich du eine Reinkarnation nicht. Dieses Typen? Dann würde ich euch jetzt umbringen. Warum? Gleiches mit Gleichem vergelten. Es war aktive Sterbehilfe. Ja, sehr aktiv. Wie dem auch sei. Ah Gott, was wollen wir hier? Wir treffen jetzt mit jemandem. Jetzt haltet mal die Fresse und wartet einfach. Ja, hallo. Zu nörgeln. Übrigens jetzt mal so in Natura. Ach, guten Morgen, ja, guten Tag. Ja, guten schön, Morgen. Dass ihr mich auch mal bemerkt, ihr zwei. Au. Und schon einen weggesteckt. Schön Spaß gehabt. Dreimal. Das? War es erst einmal mit Vicky, dann war sie komplett nicht mehr in der Stimmung, dann ist sie zu zwei Mädels gegangen und noch einmal Felix durchgezogen. Nee, dann, ja, dann kann ich leben. Siehst du? Easy, dreimal, sagt sie. Na dann. Ja, aber mit okay. Na dann. Die hat uns was vorausgekommen. Die hat uns was voraus. Ja, die Vicky halt. Quasi den Alkohol aus dem Körper gepummelt. Dann hättest du nicht solche Augenringe, wie du jetzt hast. Das kommt vom Koks. Ach so. Oh Gott, das war du ja. Du nimmst eindeutig zu viele Drogen, Schätzchen. Da müssen aufhören, weniger zu trinken. Nee, also ich hole mir jetzt einen Kaffee. Gibt's hier einen Kaffee? Cola, nichts zu Cola, holen, die, Cola, da kommt Cola. Auch schon die Drohne. Mit den Boobs. Wieso hat diese Brüste. Wieso hat die nochmal Brüste? Was? Die Drohne, warum hat die nochmal Brüste? Weil es gut aussieht. Hm. Punkt für dich. Und damit ich die Leute Brüste. Was zu reden haben. Ah, mit ihren okay. Händen. Gut, also du hast einen Job für uns, sagst du. Nee, ich sag, dass wir uns mit einem unserer Gönner treffen. Mhm. Kein Job, denn? Ich weiß nicht. Der wird gleich antanzen hier. Gott. Jetzt, wo du es sagst, siehst du den guten Boris schon auf einem Sessel sitzen, ein bisschen weiter von euch weg, und er guckt gerade noch mit einer abschätzigen Miene den tanzenden Damen und Herren zu. Es scheint seinen Analysebogen intern schon ausgepackt zu haben und kommt dann zu euch rübergeschlendert. Kaba, das Bild von Boris ist dir so leicht im Hinterkopf? Ja. Sehr gut. Style in Perfektion, haben wir gesagt. Perfetto. Nee, der kommt auch. Dann macht ihr nochmal die Handpistole. Na? Küsschen. Mann, Küsschen. Also Billy kriegt auf jeden Fall den Triple. Und also eigentlich Jojo auch. Was? Ja, na sicher.
Ja, was man nicht alles tut. Und Garban. Ich reiche ihm die Hand. Fall. Die Hand? Offenbar. Hä? Kein Fistpump? Die offenbar? Nee, das hätte Boris auch nicht. Das ist egal. So, also die Hand. Ja, ich stehe auf, quasi, wie sie es gehört, reiche ihm die Hand. Mensch, das ist aber echter Gentleman. Ihr seht aus, als hättet ihr gestern. Wir haben aufgehört, weniger zu trinken. Nee, wenn ich jetzt hier so stehe, in eurem quasi vereinten Dunst, da ist aber. Warte, wir sind alle frisch gewaschen. Und meine geduscht. Ja, aber man dünstet ja immer noch ein bisschen mehr aus, auch nach dem Duschen noch. Ne? Nee, Moment, nein. Flummi auf jeden Fall. Mann dünstet aus. Jojo nicht. Jojo nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Alkohol nicht trotzdem. Ich glaube nicht. Nein, Juti, ich lasse das mal durchgehen, weil ich dich zu dieser BioWare gezwungen habe. Also wenn dann bitte gar nichts. Kinder. Bitte was? Wer ist denn jetzt? Von dir kamen keiner liebt dicke Kinder, was sicherlich richtig ist. Und was meinte Flummi? Ich sagte, wenn dann gar nichts. Ja, ist ja einigermaßen korrekt. Kann ich ja mitleben. So, dann lässt er sich nieder. Soll ich euch noch für irgendwas stellen oder so? Ne, wir brauchen nur Kaffee eigentlich. Und Cola. Komm auf 4. Vor allem, Jojos Handy werden nicht schon übelst zittern wegen dem ganzen Koffein, nee. Nee. Die spielt mit ihrem Jojo rum und verdeckt das so. Gerade wenn man mit einem Jojo spielt und die übelsten Moves machen will, fällt das ja kaum auf, wenn man zittert. Die macht ja keine übelsten Moves, die sind halt zu dingsig. Aber sie hat eigentlich eher dieses... Also wenn ich sage, sie spielt mit ihrem Jojo rum, wenn sie ein bisschen Platz hat und nicht gerade irgendwo sitzt oder gerade so drauf ist wie jetzt, dann macht sie... dann macht sie schon irgendwelche kleinen Tricks oder sowas. Aber jetzt gerade hat sie eher dieses Ding in der Hand und beschäftigt halt ihre Hände damit, ohne irgendwelche Tricks zu machen. Okay. Also so mit das hin und her und in die Hand und mit der Schnur so ein bisschen und so weiter und so fort. Ja. Jutti. Also Boris greift dann nochmal in so eine Tasche und aktiviert wohl irgendein Gerät, weil ihr so ein kleines Piepen hört. Hallo, White Noise Generator. Da denkt jemand mit, das ist ja unglaublich. So. Der ist ja professionell. Also es ist einigermaßen alles geklärt mit dem Auto, das ist... Aber jetzt ist halt so, ihr habt Evo geschrottet und dafür kriegt ihr von mir einen dicken, fetten Daumen, weil diese Pisser, was die einfach machen, es ist, ey, ich versuche hier einen Club zu, das quasi in Stand zu halten, ein größeres Ding, ich versuche das so weit wie möglich auch schon, weißt du, das ist ja ein solides Geschäft, ich bezahle Steuern, so wenig wie möglich, aber ich mach's, ne, und so Sachen. Kommt einfach Evo, kriegt voll die Subventionen und stellt da dieses Acid hin. So. Das finde ich nicht gut. Jetzt, so, rennt, jetzt kommst da, du. Nee, da rennt einfach jeder hin. Und bei mir gab es eigentlich immer so richtig hochqualitativ den Good Stuff, den du sonst nirgends kriegst. Jetzt kommen die halt und haben alles und sogar noch mehr. Das finde ich nicht. Wie soll ich denn damit konkurrieren? Kann ich nicht. Verstehst du? Und da, na, dafür hast du was Style, ne? Dafür habe ich Style. Aber mir fehlt ein bisschen gerade so die mittlere Basis, weil die da auch hinrennen. Mir fehlt ein bisschen. Ich merke Einbußen. Ich mag keine Einbußen, denn ich hab's nicht. Das kann man verstehen. Ja, siehst du. Das heißt, ihr könntet mir. Nein, weg. Hey, safe. Ich will euch da nicht irgendwie volle Kanne einreiten. Gerade. Ne, wir kennen schon lange Foxy. Ja. Aber was das Asset braucht, denn eigentlich, wenn wir ehrlich sind, Drogen sollten halt nicht legal sein. So. Was der Laden braucht, ist einfach schlechte Publicity. Ne? Ein paar Drogentote, ein paar Gangster, hey, die reingehen. Hey, ich will überhaupt nichts wissen. Ich sage nur, der bräuchte das, denn es ist nicht okay, was die machen. Wir müssen ja auch mal an die Kinder denken, ne? So, und nach dem ganzen Versicherungsquatsch und so, finde ich, wenn wir so über den Nagel gucken, jeder von euch 3.000, wenn ihr da echt dafür sorgt, dass einfach nur, weißt du, dass sie halt den Ruf kriegen, den sie verdienen. Was würde ich sagen, ist eigentlich ein faires Angebot.
Ja, du brauchst mir nicht viel zu erzählen. Ich bin ja das Problem hier. Die Naja, anderen wir beiden werden müssen gewisse zustimmen. Ausgaben haben, denke ich mal. So, wenn wir da einen gewissen Rahmen haben, den wir ausgeben können, dann ist das ja okay, denke ich. Na, ich sag mal, Spesen nochmal ein Tausender für euch alle insgesamt. Leider Das mit dem läuft ja. Auto ist nicht ganz reibungslos gewesen. Ne? Ich musste da auch hier und da mal ein bisschen gucken, dass ich da noch Geld und so weiter. Das war gerade so Gewinn für mich. Also nicht mal Gewinn, war nicht ganz das Auto zurück quasi. Von daher, also wenn er wirklich mit dem Tausender gar nicht hinkommt, dann können wir uns nochmal zusammensetzen. Ich bin ein entspannter Typ. Ich weiß, wie es läuft. Und wenn irgendwas ist, was halt wirklich viel kostet, dann bin ich, hey, ich bin bereit, da irgendwie nochmal ein Auge irgendwie drauf zu werfen und zu sagen, klar. Aber erstmal ein Tausender. Ja, für mich kein Thema. Ich guck nach Jojo. Klar. Dann haben wir einen Deal. Und es geht auf keinen Fall darum, irgendwie das Ding, ne, es muss nicht zumachen. Geht nur darum, dass halt mal die Leute sehen, wie es wirklich ist. Von daher. Das wäre echt cool, oder würde mir echt helfen. Ich nehme an, ihr wollt gleich einen dicken Tausender, ne? Nicht für mich. Ja, damit ihr halt die Ausgaben covern könnt. Wäre ganz gut, ja. Ja, dachte ich mir. Er haut es erstmal auf den Tisch. Und meine so, okay. Ich habe schon mal ein bisschen geguckt, weil ich hasse dieses. Dieser Laden ist echt der Grund, warum ich Evo hasse. Eigentlich fand ich immer so relativ, war mir egal, aber jetzt, ey, dieses Ding geht gar nicht. Ich habe das gefunden, was jeder findet, wenn er halt die öffentlichen Sachen von der Matrix sich anguckt. Ich bin da jetzt auch nicht so der Typ. Mit mir könnte ich euch erstmal nicht dienen. Ich kenne so ein bisschen den Typen, der das halt leitet. Wenn ihr da nochmal Infos wollt, gucke ich nochmal ein bisschen intensiver, dann sagt er mir Bescheid. Das dauert dann so ein, zwei Tage. Das ist das, was ich euch noch mitgeben kann. Na? Achso, Na, und noch das eine. sagst du mal auf jeden Fall, Okay, das und mag wir ich noch. gucken, was ich sowieso noch finde. Also das. Okay, ich hab noch eines, was relativ, glaube ich, wichtig ist. Er blickte zu Juju. Ich glaube, du, bloß anders aussehend, stehst auf jeden Fall auf der Rausschmeißliste da. Er zeigt dir Ja. ein Bild, das ist das Bild von dem Abend, wo du da irgendwelche Flüssigkeiten in das Getränk der Pseudo-Journalistin gemischt hast, weißt du wie? Vielleicht wurdest du da doch ein bisschen entdeckt, vielleicht Ja, aber hat man das sieht das. doch gar nicht mal so aus. Boris erkennt's. Ja, Boris erkennt's, aber ein Türsteher würde Sage es nicht nur, erkennen. Boris erkennt's. Dö, Evil Cool, Twist. sie sagt gar nichts dazu, sie ist einfach. Sie interessiert das alles nicht so. Die ist da eiskalt. Stone Cold. Oder sie ist geflogen und fällt gar nicht auf, aber. Hallo? Ja, jetzt kann ich dich Ah! wieder hören. Hast du was sagen wollen zwischendurch? Ach so. Ich glaube, da musst du nämlich diese Push-to-Talk-Taste drücken. Das Sie wäre. sagte, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ah, okay. Das ist aber die Push-to-Talk bei ihr. Push-to-talk. Push-to-talk. Der wird erst beim zweiten hören. Gut. Nee. Doch, dann schon. Ach, herrlich. Ich weiß auch nicht, ist mir auch egal. Also das wollte ich euch nur mitgeben, dass er da, ne, nicht nochmal das Gesicht macht. Also, alle Informationen, die wir über diesen Laden kriegen können, wenn man die noch irgendwie besorgen könnte, würden unsere Erfolgschancen natürlich erhöhen. Ja, ist klar, also für mich ist es immer einfacher, wenn ihr mir dann spezifisch irgendwas sagt, wonach ihr gucken wollt. So, ne? Klar. Mitgemacht. Dann würde ich sagen, auf gutes Gelingen. Und hey. Ihr habt gestern, so wie ihr aussieht, seid ihr hart eingestiegen. Ihr müsst heute direkt hart weitermachen, ja? Komm, er bestellt euch drei einen Wodka. Viel Spaß noch. Und Boah. entschwindet dann. Ne, fasst Billy nicht an. Definitiv nicht. Jojo auch nicht. Ich glaube, alle drei sitzen nur da, gucken den Podcast und denken. Wie so ein Boah. Feind. Oh, du, geh mir aus Nee. dem Weg, Alter. Böse. Evil Dick. Das kleine Nie wieder Rotmarsch hätte ich Alkohol verdient. quasi.
Party im Asset schon wieder. Die können's. Ich weiß auch nicht, meine Spieler wollen da immer wieder hin. Und ich komme den Wünschen halt irgendwie nach, dass das dann vielleicht auch passieren kann, zumindest. Ne? Vielleicht werden sie sich jetzt sträuben, da sofort hinzugehen oder so. Aber ich denke, ihre schwachen Gemüter und die Verheißungen der Dinge, ne, wird das dann schon irgendwie bewerkstelligen. Wie auch immer. Für alle rechtlichen Sachen bitte immer unten gucken, und es wurde ja oft genug gesagt, bei Russian CC Tops und so weiter. Und unsere Musik ist von Mad and Mad mit dem Lied Russian Tango. Bis zum nächsten Mal.